Und damit ein herzliches Willkommen zu PES 2020 auf meinem Kanal mit einer Stürmerkarriere und zwar mit Cristiano Ronaldo. Ja, mega cool. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, Leute, könnt ihr gerne ein kostenloses Abo da lassen, denn dann verpasst ihr nichts zu PES und FIFA. Ich werde nämlich beide Spiele zocken, zu PES eben diese Spielerkarriere, diese Stürmerkarriere mit Cristiano Ronaldo und eine Trainerkarriere mit Bayern München. Und zu FIFA wird es dann auch noch ein paar Karrieren geben, wenn euch das alles ein bisschen interessiert und wenn euch auch interessiert, wie man die Lizenzen, wie die Bundesliga oder was auch immer, oder die La Liga oder was ihr halt wollt, was für Lizenzen, wenn euch interessiert, wie ihr die in PES 20 reinmodden könnt, dann schaut einfach mal rechts oben beim i vorbei. Da habe ich ein Tutorial gemacht, da könnt ihr alles Schritt für Schritt, ganz in Ruhe, ja, nachmachen. Und Leute, ich muss was ankündigen, denn ich trage hier meinen neuen Merch, beziehungsweise meinen ersten Merch, beziehungsweise ist es nicht mal mein Merch, sondern wir haben den zusammen mit einem Kumpel gemacht. Und Leute, in der ersten Woche, die erste Woche läuft aktuell noch, gibt es auf diesen gesamten Merch 10% Rabatt mit dem Code INSIDER10. Und diese Woche läuft noch bis zum 16.09. um 0 Uhr. Bis dahin kriegt ihr noch 10% auf den Merch. Das heißt, falls euch das interessiert, schaut einfach mal beim Shop vorbei, rechts oben beim i verlinkt. Da könnt ihr euch nochmal ein bisschen die T-Shirts durchstöbern. Wir haben nämlich 5 Stück gemacht. 3 Sprüche und 2 Mixed-Shirts. Einfach mal durchschauen, was euch da so anspricht. Außerdem kriegt ihr noch durch Kanalmitgliedschaften extra Rabatte, bla bla bla. Könnt ihr einfach mal rechts um am i vorbeischauen. Da könnt ihr euch noch näher informieren, falls euch das interessiert. Falls euch hier PES mehr interessiert, auch kein Problem. Wir fangen nämlich jetzt an mit Cristiano Ronaldo. Ja, ich bin gespannt, wie das läuft. Ich wollte auf jeden Fall eine Stürmerkarriere machen und habe dann gesagt, weißt du was, ich nehme einfach einen echten Spieler. Warum habe ich mich für Ronaldo entschieden? Weil ich mich für die Serie A entschieden habe. Dann habe ich natürlich gedacht, okay, Serie A, welchen Spieler nehmen wir? Alter, das wäre doch bestimmt richtig, richtig nice, wenn wir zu Juventus gehen, weil Juventus jetzt lizenziert dabei ist hier in PES 2020. Und dann habe ich gedacht, okay, welchen Spieler von Juventus nimmst du? Naja, Ronaldo natürlich. Bin mal gespannt, wie ihr das findet. Mal schauen. Hier könnt ihr mir gerne mal was reinschreiben in die Kommentare. Ihr könnt gerne ganz viel in die Kommentare schreiben. Ich lese mir nämlich immer alles durch, was wir hier ändern sollen. Ob wir hier irgendwas verstellen sollen, ob wir hier irgendwas trainieren sollen. Worauf ihr da Bock habt, einfach mal reinschreiben. Dann werde ich das demnächst umsetzen. Dann wird es heute in der heutigen Folge 3 Spiele geben. Sonst mache ich immer 2 Spiele, schneide natürlich Highlights davon zusammen. In der heutigen Folge wird es dann 3 Spiele geben, weil ich dieses Turnier direkt abschließen will. So, PES 20 habe ich natürlich auf dem München-Event gespielt und in der Demo. Vollversion spiele ich jetzt zum allerersten Mal, ja. Also ich habe kein Testspiel gemacht, ich habe gar nichts gemacht, ich habe nur die Lizenzen gerade reingemoddet und habe dann gesagt, so, wir legen direkt los. Und wenn wir hier eben alle Spiele reinbringen wollen in die erste Folge, wird die erste Folge dementsprechend ein bisschen länger. Und natürlich auch in absoluter Kurzfassung die Spiele gehalten. Erster Schuss hier von uns. Kann man mal machen. Und oh, gute Chance. Da waren wir genau richtig gestanden. Aber der Torwart mit einer absoluten Glanzparade. Guter Reflex. Und jetzt Cristiano Ronaldo. Halbzeit 0-0, ist noch nicht so viel passiert. Ich muss mich selber einspielen, die Mannschaft muss ich einspielen. Aber gut, wir haben 7 Schüsse, 4 aufs Tor. Davon habe ich auch 2, 3 gefährliche gehabt. Ja, Torwart ist auch gut von denen. Jetzt Mandzukic. Meine Ausdauer lässt auch schon langsam nach. Bin dauerhaft in Bewegung. Ich bin natürlich nicht blöd, ich halte ja nicht schnell rennen gedrückt, aber offensichtlich geht sie auch durch normale dauerhafte Bewegung ziemlich schnell runter. Ist nicht so einfach. Wenn man schon alt ist, ist es sowieso nicht einfach. Und ich glaube, ich muss die Spiellänge ein bisschen runterstellen. Also ich habe die in der Trainerkarriere immer auf 12 Minuten. Deswegen habe ich die auch hier auf 12 Minuten jetzt, weil ich ja will, dass was passiert. Aber für die Spielerkarriere ist das zu lang. Und ich werde ausgewechselt. Wow, Party. Okay, die letzten 9 Minuten ohne mich. Mal schauen, ob noch was passiert. Passiert nichts mehr. Profi-Debüt. Ja, wow, Party. Okay, Spiellänge wird runtergestellt. Schwierigkeitsgrad würde ich mal einen Grad hochstellen.
Und dann zweites Spiel. Spiel Nummer 2, wie gesagt, einiges umgestellt gegen Real Madrid, die übrigens ihr erstes Spiel, glaube ich, 4-0 gegen Manchester United verloren haben. Und jetzt Cristiano Ronaldo mit dem ersten Schuss für Juventus. Und damit auch schon die erste Hälfte vorbei. 0-0 gegen den Ex-Club. Ich weiß gar nicht, ob es das Duell in echt schon mal gab, dass Ronaldo bei Juventus gegen Real Madrid gespielt hat. 0-0, die sind deutlich besser. Also sie haben mehr Schüsse aufs Tor, sie haben mehr Ballbesitz. Dieses Mal sind wir nicht die bessere Mannschaft. Und ich hatte auch nur eine Chance, also mal gucken. Jetzt vielleicht eine extrem gute Chance, nur die Annahme, die hat's versaut. Oh, komm. Oh, die Annahme, die hat's versaut. Ich dachte, ich kann den schönen mit nach oben mitnehmen. Und da bin ich aber eher anstatt nach oben, eher nach unten gegangen. Und das hat's den Winkel dann nochmal ultra spitz gemacht. Deswegen absolut schwierig. Jetzt haben wir den Ball wieder. Oh, der Pass war aber nicht gut. Ist schon ein bisschen traurig auch zu sehen, dass Ronaldo jetzt bei Juventus ist und Real Madrid jetzt eine neue Nummer 7 hat. Interessant, interessant. Jetzt komm, vielleicht mal. Jetzt der Schuss, der muss kommen. Der kam viel zu schwach und zu spät. Die Grätsche schon. Ja, wieder nichts. Wieder 0-0. So richtige Highlights haben wir nicht am Start. Ich weiß nicht mehr, ob wir überhaupt weiterkommen in der Gruppe, aber wie ihr seht, haben wir die zweite Hälfte auf jeden Fall bestimmt und haben jetzt mehr Schüsse gehabt als die. Die haben gar keinen einzigen mehr kreieren können und Milan gewinnt 3-0 gegen Manchester United. Deswegen sind wir jetzt auf Platz 3, Real Madrid auf Platz 4. Uiuiui, das wird ziemlich kritisch. Er läuft so semi-gut, mal gucken, was jetzt gegen Manchester United passiert. Aber immerhin, dafür gibt es ja dieses Turnier und ich hoffe, dass es in der Liga dann ein bisschen besser läuft und auch vielleicht jetzt schon gegen Manchester United, denn das war es ja dann schon mit der Folge und wäre ganz cool, wenn jetzt das ein oder andere Tor vielleicht sogar mal fällt. Endlich, hoffe ich doch. Oh, da fangen wir gut an. Oh. Ja, es fehlt noch so ein bisschen irgendwas. Vielleicht stelle ich die KI auch noch stärker, weil für mich ändert sich, glaube ich, nicht so viel und vielleicht spielen die da ein bisschen mehr mit Köpfchen, ein bisschen bedachter, ein bisschen klüger, mal gucken. Jetzt vielleicht, komm! Jawohl, der Bann ist gebrochen, wenn man es so sagen kann, 29. Spielminute, 1-0. Für Juventus Turin, von uns, von mir, von Cristiano Ronaldo. Konterangriff haben wir dafür bekommen. Wir bekommen jetzt natürlich immer wieder Trophäen. Endlich mal ein Schuss, der satt und schön aufs Tor kommt. Und dann ist es das 1-0. Erstes Tor in dem heutigen Video. Und erstes Tor in PES 2020. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob es sinnvoll wäre. Ich habe euch ja vorhin schon gefragt, beim Training Ausdauer zu trainieren, weil klar, Ronaldo ist schon alt, aber ich bin ja jetzt schon zur Halbzeit ziemlich am Ende gewesen und jetzt bin ich circa Hälfte bei Anpfiff der zweiten Halbzeit und da wird mich der Trainer wahrscheinlich wieder rausnehmen. Ist ja auch in Ordnung, also ich habe ja gar nicht so großes Problem damit, aber vielleicht könnte man noch ein bisschen Ausdauer trainieren, dass sich das ein bisschen bessert. Weiß ich aber nicht, ob das klug ist, weil der Spieler ja, wie gesagt, schon so alt ist. Gefährliche Situation da übrigens hinten in der Abwehr. Und was wird jetzt gepfiffen? Freistoß für Man United. Und guck mal, ich habe jetzt seit seinem Anpfiff keinen Sprint mehr hingelegt. Ich laufe nur so ganz locker übers Feld, so ein bisschen wie jetzt gar, ein bisschen hin, ein bisschen her, bleib stehen. Und es ist schon wieder ein gutes Stück runtergegangen. Oh! Pfosten von Lukaku, der hier immer noch bei Manchester United spielt. Also normalerweise kam an dem heutigen Tag, wo ich aufnehme, deswegen hat es auch ein bisschen gedauert mit meiner ersten PES-Folge, das Kader-Update raus, die Sommertransfers und so. Warum der immer noch hier spielt, komisch. Die Trainerkarriere nehme ich ja gleich auf, mal hoffentlich ist da alles richtig bei Bayern. Und da kommen wir zum Kopfball! Der Ball ist nicht drin. Ganz gefährlich haben wir es da gemacht. Meinen Schuss vorhin habe ich gar nicht kommentiert. Und dadurch kam eben die Ecke zustande. Und
Dadurch jetzt der Kopfball. Oh, da hätte ich lieber abpassen sollen. Ich dachte, ich kann ein Stück gehen. Ja, 1:0 immerhin haben wir ein Tor gesehen. Nice. Und jetzt nochmal ein Lattentreffer. Kann man auf jeden Fall mal machen. Weiße Weste, das stimmt. Wir haben auf jeden Fall kein Tor kassiert. Jetzt gucken wir mal, ob wir weiter sind, ob es noch Spiele gibt. Wenn ja, werden die noch in die heutige Folge gepackt. Da kenne ich gar nichts. Und falls wir nicht weiter sind oder falls es allgemein gar keine Spiele mehr gibt, dann halt eben nicht. Also wir wären theoretisch wahrscheinlich weiter als zweiter Platz. Sind wir da weiter? Ich habe keine Ahnung. Naja, also entweder wir sind nicht weiter oder es gibt halt einfach keine Spiele mehr. Es geht nämlich direkt los mit dem Spiel dann gegen Lazio rum. Das wird es in der nächsten Folge geben. Schaut auf jeden Fall bei der Trainerkette vorbei. Die werde ich nämlich jetzt direkt im Anschluss aufnehmen für euch. Und dann gucken wir mal, wie es da so läuft. Ob ich da dann richtig an den Start gehe oder ob ich da auch erstmal ein bisschen Eingewöhnungsphase brauche. Mal gucken. Ich würde sagen, wir sehen uns in dem Video. Haut rein. Bis dahin. Und ciao, ciao.